Schlachtflieger leisten wertvolle Hilfe durch die Bekämpfung feindlicher Panzer- und Fahrzeugansammlungen. Zusammenwirken aller Waffen wird der Feind zurückgeworfen. Der deutsche Soldat trotzt allen Versuchen des Feindes, einen entscheidenden Erfolg zu erzwingen. Volltreffer in einen sowjetischen Treibstoffwagen. Im Luftraum von Gomel. Deutsche Kampfflugzeuge haben den Befehl, Ziele im sowjetischen Hinterland anzugreifen. Auf dem Anflug wird ein Verband von Sturzkampfflugzeugen überflogen. Sowjetische Bereitstellungen sind erkannt. Feindliches Flakfeuer. Dennoch wird der Auftrag von unseren Fliegern kaltblütig durchgeführt. Auf der Erde blitzen die Einschläge auf. Das nächste Ziel, Truppenunterkünfte am Rande einer Stadt. Angriff auf eine Kriegsbrücke.